Dank GPS kennt jedes Smartphone seine genaue Position. Das ist nur dann unpraktisch, wenn man eine App nutzen will, die nur an anderen Orten läuft. Wer einem Programm daher einen falschen Standort vorgaukeln will, kann das recht einfach mit einer Gratis-App tun. Geeignet, um einen anderen Standort zu faken, ist beispielsweise die kostenlose, aber mit Werbung finanzierte App Floater, die es bei Google Play gibt. Voraussetzung für den Betrieb der App ist, dass die Entwickleroptionen in Einstellungen aktiviert sind. Falls nicht, rufe die Informationen über das Gerät auf und suche darin nach der Bildnummer, auf die man zum Aktivieren der Entwickleroption insgesamt 7-mal nacheinander tippen muss. Jetzt kann die App Floater bei Google Play heruntergeladen und installiert werden. Danach taucht in den vorher aktivierten Entwickleroptionen ein Punkt zur Auswahl einer Pseudo-Standort-App auf. Dort einfach Floater auswählen, dann kann das Fälschen des Standorts losgehen. Um den Wunschstandort einzustellen, tippt man auf das durchsichtige Symbol, das nach dem Start der App auf dem Bildschirm erscheint. Jetzt wird eine kleine Karte sichtbar, auf der sich die Positionsmarke nach Wunsch verschieben lässt. Sobald die gewünschte Fake-Position erreicht ist, drückt man auf das kleine Startdreieck unten links. Dadurch wird der Dienst gestartet, der allen Apps wie etwa auch WhatsApp diese Position vorgaukelt. Um die Übermittlung des falschen Standorts wieder zu beenden, muss man in den App-Einstellungen auf das Stopp-Symbol tippen. Dadurch bleibt zwar die gefälschte Standorteinstellung gespeichert, die Apps bekommen aber vom GPS wieder die korrekte Position mitgeteilt. Vor allem in Online-Spielen, bei denen es wie in Pokémon Go auf den Standort ankommt, kann diese App theoretisch wertvolle Dienste leisten. Aber Vorsicht, in den Nutzungsbedingungen ist der Einsatz solcher Programme nicht gestattet und der Anbieter Niantic hat technische Möglichkeiten, den Betrug aufzudecken. Das Risiko einzugehen, dass man vom Spiel ausgeschlossen und der Account gelöscht wird, lohnt sich kaum. Ein Hinweis zum Schluss: Wer die App Floater verwendet, muss damit rechnen, dass erstens die Leistung des Smartphones darunter leidet und vor allem auch der Stromverbrauch steigt. In der Endcard findet ihr jetzt ein Video zum Thema iPhone-Orten. Weitere Infos zu Standortdiensten bei Android und iOS gibt es auf turn-on.de.